Ich denke, es ist einfach für beide sehr winnable. Und ja, wenn ihr irgendeine bestimmte Begegnung on Stream haben wollt, dann sagt mal auf jeden Fall Bescheid. Ja, jetzt hier ist Slushy das zweite Mal on stage, on Stream. Das erste Mal wurde er komplett überfahren. Von Levi, ne? Ja, also jetzt seine Chance mal zu zeigen, dass er doch nicht so schlecht ist, wie das im ersten Game aussah. Ja, das Ding ist halt, Cruel, auf jeden Fall auch ein Spieler, der komplett aggressiv spielt. Komplett. Also wirklich so komplett unnötig auch. Also auch so in Situationen, wo du denkst, okay, er muss nur noch safe zu Ende spielen. Er geht komplett rein und stirbt einfach offstage oder sowas. Also haben wir alles schon gesehen von Captain Falcon, hier von Cruel. Von den coolsten Kombos bis zum brutalsten Safe-Destruct einfach. Bin mal gespannt, welche Form von Cruel hier gerade auftaucht. Ich denke, wenn er warm gespielt wird, ist er durchaus ein sehr guter Spieler. Beide auf jeden Fall hier sehr aggressiv, sehr viel Schaden schon verursacht. Und er ist auch der erste Stock direkt für den Terry. Also Falcon hat schon mal eins verloren. Captain Falcon, sorry, ist ja unterschiedliche Charaktere. Tatsache, ja. Oh, da war hier Go Back, oder wie das heißt. Ja. Master Wolf. Also Slushy hier auch mit den Go-Moves am Start, aber jetzt nicht mehr. Jetzt gerade, wo ich es gesagt habe, hat er dann auch sein erstes Leben verloren. Mal gucken. Macht ja auf jeden Fall gut Damage. Ja, auf jeden Fall schon wieder auf 72% Schaden gemacht. Also okay, jetzt hier Cruel. Aggressiv und direkt Twitter-Kombo. Oh, da hat Slushy versucht, ihn noch zu hitten, aber leider nicht getroffen. Und damit war es das auch mit der Recovery. Ja, ja, also genau das meine ich so. Das zeichnet Cruel aus. Würde mich nicht wundern, wenn er jetzt irgendwie ein SD macht. Oder, Der trifft die Kante nicht. Das ist natürlich sehr, sehr bitter für ihn. Okay, und jetzt nochmal Twitter-Kombo. Oh, diesmal, oh cool. Das ist ja cool, dass er auf jeden Fall das Mix-Up gemacht hat. Weil letztes Mal hat er ja dann direkt die Downer gemacht, aber dieses Mal ist er erstmal zurückgegangen und wollte den Air-Dodge punishen. Was dann nicht ganz geklappt hat, aber auch wieder aggressiv. Jetzt an seiner Stelle, also an Cruels Stelle, würde ich jetzt Patient spielen. Auf jeden Fall, einfach weil... Aber es ist Cruel, wenn ich das richtig verstanden habe, kennt genau, er das gar nicht. Kennt er gar nicht. Auch wieder... Das war jetzt hier gerade schon crazy, dass er nicht offstage gegangen ist. Normalerweise immer Spike, immer Spike. Oh. Aber Slushy jetzt mit seinen Go-Moves, mal gucken, ob er da wieder aufschließen kann. Kriegt natürlich gerade gut ins Gesicht, aber... Noch ist nichts verloren. Gerade mit den Go-Moves kann er da gut recovern. Aber dafür muss er jetzt auch hitten. Eine Combo könnte das Ganze auch schon wieder even machen. Aber Captain Falcon hier gerade mit dem Up-B, Falcon Dive, schafft es hier das erste Game zu holen. War aber hart umkämpft. Ja, würde ich auch sagen. Sehr knappes Spiel. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir das Matchup gleich nochmal sehen. Dass Slushy sich da nicht für seinen Lucario entscheidet. Ach, der hat auch noch einen Lucario? Ja, ja, das ist, meine ich, sein Off-Pick hier für das Turnier, den er gepracticed hat. Ja, also Lucario, auch ein Charakter. Also man hatte 80 Charaktere und man sieht viele einfach selten. Ist schon relativ ausgeglichen, würde ich sagen. Also man sieht jetzt nicht nur einmal fünf Charaktere, fünf verschiedene oder so. Aber es gibt einfach viele, die man relativ selten sieht. Lucario gehört dazu. Wobei wir den ja heute auch schon hatten von... Wer war denn das? Hier Splash Mage, der Lucario gespielt hat? Ich glaube schon, oder? Also, Greninja habe ich bei ihm gesehen. Ich weiß nicht, ob er Lucario gespielt hat. Ich bin mir auch gerade nicht mehr sicher. Aber ich glaube, also wir hatten auf jeden Fall schon ein Lucario heute. Okay. Oh. Beide hier wieder direkt sehr aggressiv. So wollen wir das sehen. So macht das am meisten Spaß. Okay, ja. Down Tilt, Jab, Power Dunk. Kann man auf jeden Fall so machen. Die geben sich hier auf jeden Fall nichts. Da wird nicht auf einmal voreinander gestanden und beide schilden, sondern da gibt es nur eine Richtung und das ist ins Gesicht. Es gibt irgendwie kein Schild in diesem Game. Nee. Muss man eigentlich mal drauf achten, aber ich habe hier wenig gesehen von wegen Schild. Ja, so ein, zwei kommen mal durch, aber eigentlich ist eher so, Angriff ist die beste Verteidigung aktuell, das Motto. So wenig Schild, also in der letzten Minute kein einziges. Eine Rolle oder zwei, aber keine Schilde. Oh, aggressiv. Fußspitze trifft nicht ganz. Oh. Oh. Da gehen die Moves leider ins Nichts. Da hat der Captain Falcon gut das Ganze antizipiert und ist einfach drüber gesprungen. Trifft ihn jetzt auch sehr gut. Also Slushy hat zwar den Stock-Vorteil, aber aktuell das Momentum bei Cruel und da ist auch der nächste Stock weg. Okay, also ist jetzt gerade wieder ausgeglichen. Sehr, sehr knappes Game. Wie das erste. Sehr schön. So wollen wir das doch sehen. Das
so viel Damage pro Sekunde bei beiden. Oh, jetzt versucht hier jetzt gerade irgendwie so ein Setup mit dem Spike. Läuft in viele Jabs rein auf jeden Fall, also das ist so gerade sein Hauptproblem, irgendwie ein Jab. Ja, das ist Slushy's Signature-Move ist viel Jabben. Das weiß ich ja, das ist ja mein Bruder. Dementsprechend habe ich da viel Gameplay schon gesehen. Und überlebt. Er hat es geschafft zu recovern. Sauber. Okay, dann schauen wir doch mal. Oh, zwei Grabs ins Nichts. Stock zieht. Hat jetzt aber seine Go-Moves, der Terry, also prozentetechnisch sehr ausgeglichen, aber durch die Go-Moves würde ich sagen, leichter Vorteil. Und da schafft er es auch. Den Stock zu ziehen und hat immer noch seine Go-Moves logischerweise, weil er nicht gestorben ist. Also kann jetzt, wenn er jetzt gut hittet, ordentlichen Vorteil rausholen. Da sind auch die Hits. Jetzt muss er natürlich dranbleiben. Das ist das Wichtige. Und Cruel versucht hier stylisch mit dem Knie Kill zu machen. Okay, hier kommt die näher auf Stage. Und wir sind wieder auf Even. Wichtig aber für Cruel, dass er da den Stock holt, damit die Go-Moves und die Rage-Bar weg sind. Kriegt aber natürlich wieder jetzt ordentlich ins Gesicht vom Terry. Prozentetechnisch aber trotzdem sehr ausgeglichen. Also es okay, aber jetzt 99%. So langsam wird das. Oh ja! Ausgeglichen. Okay, Slushy schafft hier den Ausgleich gegen den Legendary Captain Falcon. Wenn ihr Lust auf Brawl-Combo-Videos habt von Captain Falcon, als er noch richtig schlecht war, guckt euch das auf jeden Fall an. Wie hieß das? Titanium? Oder Nitroglycerin? Ich glaube, das waren die beiden. Ja, solltet ihr auf jeden Fall mal auf YouTube eingeben. Ist sehr lustig. Mit der Damitory-Musik, falls das irgendjemand noch kennt. Mal gucken, ob wir jetzt hier eine Änderung sehen im Matchup. Nein, es bleibt bei Terry gegen Captain Falcon. Okay, ja. Ja, das, also das Matchup, man sieht, also es wird nur aggressiv gespielt. Das ist auf jeden Fall eine Sache, auf die sich beide Charaktere einlassen können. Ja, ich bin mal gespannt. Sehr viel auf dem Boden, habe ich das Gefühl. Im Verhältnis zum letzten Spiel, Mario gegen Pit, da hatten wir quasi nur Aerial-Kämpfe. Jetzt gerade haben wir auch nur Aerial-Kämpfe, aber ansonsten im Verhältnis zum Spiel davor sehr viel Ground-Fighting, auch nicht so viel Offstage. Es gibt vor allem in der Mitte der Stage wird sich geprügelt. Cruel auf jeden Fall mehr patient gerade, also wartet auf die Go-Moves, versucht sie zu punishen und geht mehr auf so Bread-and-Butter-Kombos, auf so sichere Sachen von Captain Falcon, SD hier gerade. Ja, aber also bis jetzt zahlt sich das auf jeden Fall auch aus, was Cruel da macht, dass er ein bisschen ruhiger spielt, ein bisschen mehr abwartet, hat ja da zum Beispiel ordentlichen Vorteil sich jetzt erarbeitet. Space so ein bisschen um ihn rum. Wartet ab, dass er dann nicht irgendwie, sonst läuft er immer in irgendeinen Jab oder einen Powerdunk rein. Jetzt gerade die Attacke sehe ich kaum von Slushy, also man kann durchaus irgendwie Jab into Power Geysir oder wie das heißt und Down Throw Up Air Power Geysir, ist auf jeden Fall guter Damage, wichtig auch. Man muss noch nicht mal den Stick ganz nach unten halten, damit der diese Special Attacke davon macht. Da musst du einfach nur so einen ganz kleinen Mikrometer nach unten packen. Da bückt sich Terry noch nicht mal. Ja, oh. Jetzt gerade haben wir einen Stock-Vorteil auf der Seite von Cruel. Aber Terry mit seinen Go-Moves, wenn er jetzt gut hittet, dann hat er sehr schön die Möglichkeit, wieder aufzuschließen. Aber dafür muss er halt auch hitten. Die geben sich beide hier auf jeden Fall wieder nichts. Es wird wieder kaum geschildert. Es wird vor allem einfach nur sich geprügelt. Okay, das killt noch nicht. 158, also und er versucht mit dem Falcon Punch. Und er haut daneben. Er hätte schon klappen können, aber jetzt hat er es im Kopf und jetzt versucht er es wahrscheinlich nochmal irgendwie. Bitte nicht. Bitte machen keine Captain Fire hier, Falcon Punches jetzt. Okay, das ist, also sehen wir hier noch einen Ganondorf-Uptilt. Ja, das wäre ein Move, den ich nutzen würde. Oh, und da hat er sich den Stock-Vorteil erarbeitet, 189%. Da muss er jetzt aber auch aufpassen. Jetzt kann er ja schon quasi umgehustet werden. Oh. Okay, ja. Der Upsmash. Der Upsmash regelt. Wir haben hier 69% quasi mit einem Komma. Bread and Butter. Okay. Aber patient. Wir haben noch kein Knie gesehen, was richtig hittet. Ich würd mir noch ein Knie wünschen, aber mal schauen. Schön. Tech Read. Smash trifft er leider nicht. Okay. Slushy hier jetzt etwas in der Bredouille, prozentemäßig ausgeglichen, aber ist natürlich ein Stock hinten. Das muss er jetzt aufholen. Hat noch keine Go-Moves, was
sowohl schlecht als auch gut ist. Schafft es da jetzt? Ja, fast. Oh, das war scary gerade. Oha, jetzt muss er aufpassen, ist offstage im Nachteil. Kickback kommt gar nicht so richtig bei ihm. Er hat ja noch die Side B, die nach hinten geht, wo er so diesen Kick macht. Ist wichtig zum Recovern teilweise. Er hat jetzt auch wieder seine Go-Moves, aber... Ja, das, war der, Kick, oder? Habe ich gerade nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Aber hier, schön von Krul, hat das letzte...